Ziel des Saalflugs ist, mit dem voll aufgedrehten Gummi möglichst lange in der Luft zu bleiben. Jeder Pilot hat für das 6 Versuche. Am Schluss werden die zwei letzten Flüge zusammengezählt und die Zahl von der erreichten Sekunde entscheidet dann über die Platzierungen. Bei diesem Wettbewerb wird in drei verschiedenen Kategorien gestartet. Die Modelle der ersten Kategorie dürfen höchstens 35 cm Spannweite und aus Motor höchstens 1 Gramm Gummi haben. Ohne Gummi müssen sie Minimum 2 Gramm schwer sein. In der zweiten Kategorie dürfen die Modelle 11 cm mehr, also bis 46 cm Spannweite und höchstens 1,5 Gramm Gummi aus Motor haben. Das Mindestgewicht ohne Gummi ist dort 3 Gramm. Fast 6-minütige Flüge sind zu Baustellen mit denen gelungen. Die Königsklasse FSD, mit denen schon seit 1961 Weltmeisterschaften ausgetragen werden, geht bei den baulichen Anforderungen wesentlich weiter. Trotz der grossen Spannweite von 55 cm darf aus Motor nur 0,4 Gramm leichter Gummi eingesetzt werden. Die feine Bespannfolie ist gerade mal 0,005 mm dick. Überflüssig zu sagen, dass hier Experten mit grosser Erfahrung am Werk sind, nur eine zastige Bewegung und so ein filigranes Modell kann zerstört werden. 11,5 Minuten in einem Flug sind an diesen Meisterschaften mit einem solchen Modell erreicht worden. Links zu den detaillierten Regeln, zu den Ranglisten und zu anderen Videos zu diesem Thema stehen unten in der Videobeschreibung. Bei Fragen oder Anregungen darf gerne die Kommentarfunktion gebraucht werden. Danke fürs Interesse.